Frauen, die sich für Frieden und für das Gute in der Welt einsetzen. Ich möchte nur ein paar Worte sagen, die uns motivieren, dass wir eine so qualifizierte, hochqualifizierte Dame, die Frau Dr. Josephine Papst, einladen mit ihrem Thema zum Sein. Als Frauenföderation, wir sind Teil einer internationalen Organisation und uns ist ein großes Anliegen, die Würde des Menschen, dass jeder einzelne Mensch in seinem Sein wahrgenommen wird. Wir fühlen uns auch immer wieder als Mütter, die versuchen zu richten, zu schlichten, für Frieden zu sorgen, wo es möglich ist, in den Familien, aber auch in der Gemeinschaft, auch zwischen Nationen. Die Frauenföderation hat auch eine wertvolle Initiative entwickelt, seit nunmehr 20 Jahren die Brücke des Friedens, dass wir für Versöhnung arbeiten können, für Versöhnung Schritte setzen können zwischen Menschen, Menschengruppen, Ländern, die in der Vergangenheit gekämpft haben. Denn eine wichtige Voraussetzung, dass wir als Menschen das sein können, was wir wirklich sind, unsere von Gott gegebene Natur leben können, ist der Friede in der Welt und ist Respekt füreinander. Den anderen anzuerkennen als das Thema, das Personalpronomen Ich, ein Beitrag zu einer semantischen und ontologischen Bestimmung an der Universität Graz in Österreich, Doktor der Philosophie. Der Titel der Dissertation ist The Indexicality as the Basis of the Subsymbolic Reflexive Structure of the Mind, Universität Graz, Österreich. Frau Dr. Papst hat Gastprofessuren gehabt in Amerika, in Berkeley, in New York, auf der Sorbonne in Paris. Sie ist in den letzten Jahren unterwegs gewesen mit Vorträgen in Spanien, in Lituanien, in Universität Wien auch immer wieder. Und noch in Englisch und Französisch macht sie ihre Vorträge. Die Liste ist lang. Mehrmals in Paris, Italien, an vielen, vielen Stellen. Viele Stellen in allen Ländern. Und sie, soweit ich sie kennengelernt habe, wir haben dann einmal länger gesprochen, wir haben dann einmal 2 Stunden gesprochen am Institut. Sie hat ein eigenes Institut gegründet, um das, was sie versteht, was in ihr ist, zum Ausdruck zu bringen und das auf eine eigenständige Art und Weise und Inspiration zu sein für andere. Und in diesem Sinne, ich danke ganz herzlich, dass du heute gekommen bist und jetzt möchte ich nicht mehr von der kostbaren Zeit nehmen und bitte dich um deine Ausführungen. Glück setzt den Mut zu sich selbst voraus. Mein Sein. Und der Untersatz, da steht irgendwas von der Sonne. Wo ist der Satz mit der Sonne? Das sehe ich nicht. Das kommt noch. Und alles, was ich Wichtiges vergessen habe, das bitte ich dich jetzt dann auch nachzuholen in deinem Vortrag. So, ganz herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele erschienen sind und vor allem gilt mein Dank Frau Amelsbauer Renate, gilt dir, für die Einladung, dass ich vor der Föderation der Frauen für Frieden sprechen kann. Und vor allem in dieser angenehmen Atmosphäre und auch vor dem Hintergrund, dass die Frauenföderation sehr wichtige Anliegen hat und vor allem auf etwas Bezug nimmt, was irgendwie verloren zu gehen scheint und vor dem Hintergrund unserer Entwicklung der Wissenschaften und auch wie Wissenschaften ihre Auswirkungen auf die Pädagogik, Kindererziehung hat, auf die Medizin hat und eigentlich auf alle Lebensbereiche. Es ist nichts mehr aus zu beitragen können. Und dieser Aufruf ist verbunden mit natürlich Fragen, wie das gehen sollte. Das zweite ist, wie hat die Frau ein Sein, denn wir sind auch wesentlich befasst in diesem Zusammenhang mit der Frau. Und wie kommt es dazu, dass der Frau das Sein abgesprochen wird und insbesondere auch von Feministinnen, wie wir das wissen, zum Beispiel von Elfriede Jelinek. Und die sagt, dass die Frau kein Sein hat und sie empfindet das auch so. Und der Vorwurf gilt dann, warum hat der Mann ein Sein?
zum Beispiel warum, und das wird ihm dann vorgeworfen als etwas Männliches, was der Frau fehlt. Dass dem nicht so ist, dem werden wir im Laufe dieses Vortrages noch nachgehen. Und die Frage ist natürlich, wie könnten wir Mensch sein, ohne unser eigenes Sein zu empfinden? Und wie könnten wir einander verständigen, wenn es nicht eine gemeinsame Basis hätte? Der Hintergrund für diesen Konflikt liegt darin, dass man den klassischen Philosophen und auch den Philosophen, die ein Menschenbild vertreten haben, das eben ein Sein voraussetzt, vorgeworfen hat, dass sie metaphysisch seien. Und der Beginn dafür nimmt seinen Ausgang im 20. Jahrhundert wesentlich. Wie kommt man in die Führungsebene? Und sein Wunsch war nicht Philosoph zu werden, sondern Professor zu werden, und er war damals in der Napoler Schule. Also und nachdem die Österreicher sich bemüht haben, sich von den Deutschen abzugrenzen, hat er, nachdem er eben in Napoler, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, mussten alle 17-Jährigen und die Schüler, die nicht die Matura hatten, in ein Abendgymnasium gehen. So auch beispielsweise dieser Philosoph. Und dann hat man das so gemacht im Studium, dass man einfach die nach, zum Beispiel nach Oxford oder irgendwo hingeschickt hat, und man hat einfach die österreichische Geschichte zurückgelassen und hat dann angelsächsische Philosophie gemacht. Angelsächsische Philosophie baut wesentlich auf den Utilitarismus, das heißt das größte Glück für die größte Zahl. Wobei die Urheber, Sittwick und so weiter, sich immer auf Gott bezogen haben und auf die göttliche Ordnung, genauso wie die antiken Philosophen, die das hier wiedergespiegelt haben. Jedenfalls nahm die Geschichte der Philosophie in Europa eine ungünstige Wende, und nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und dann kommen wir zur Frage, warum empfahl Ludwig Wittgenstein die Lektüre Otto Weiningers von Geschlecht und Charakter, und warum wird Otto Weininger nach wie vor als ein Genie verkauft. Also wir brauchen ein Kulturgeschehen, wo immer etwas los sein muss. Und Otto Weininger war auch ein Teil eines Forschungsprojektes, das geheißen hat Spezialforschungsbereich Moderne und City Branding Vienna, Moderne. Und ich sage das deshalb dazu etwas, weil ich seinerzeit das ausgearbeitet habe und die Professoren mir vorgeworfen haben, dass ich nicht historisch arbeite, weil ich da eben, worauf ich später Bezug nehmen werde, dass Weininger eigentlich nur die mittelalterliche Philosophie von Plotin genommen hat mit der Emanationslehre. Das heißt, man hat angenommen, es gibt das oberste Schöne, Gute und Wahre. Und das kann nicht getrennt wahrgenommen werden. Und dann, von dem absteigend, kommen wir zum Nichts, entsteht alles andere. Und Weininger hat in diesem Zusammenhang seine Ontologie verbunden mit dem Sein, wobei er dem Mann das Sein zugesprochen hat und der Frau das Nichts, das ist das andere Ende. Das war der Ausgangspunkt, und Weininger verbindet das mit so einer Physiologie. Also man muss da wissen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man sehr viel experimentelle Psychologie betrieben. Also da gab es die unterschiedlichsten Kreise, und nur einige sind bekannter als. Und vorher hat man das unter dem Begriff der Philosophie gemacht, wo man ebenso Intentionen hatte, und im österreichischen, italienischen oder zentraleuropäischen Raum war das zum Beispiel Franz Brentano, der hat sich noch auf die mittelalterliche Philosophie bezogen, aber er hat dann seine Professur verloren, weil er ihm vorgeworfen wird, dass er zu metaphysisch ist. Auf der anderen Seite hat sich in Würzburg dann eben so etwas entwickelt wie die Gestaltpsychologie, und es gab da sehr viele experimentelle Versuche. Auch hierzulande, mehr in der Schule wollen, was die Professoren an den Universitäten wollen. Und also weil zum Beispiel, also ich, was ich damit meine, ist, die Aufgabenstellungen, also nicht nur zu meiner Zeit oder auch jetzt an den Universitäten, also ist einerseits, dass wir etwas korrekt reproduzieren, aber auf der anderen Seite auch, dass wenn wir wo Fehler finden, dass wir darauf aufmerksam machen, beziehungsweise uns nicht dazu bringen lassen, dass wir sagen, es ist der Auftrag und wir machen das halt, weil das ohnehin niemand entdeckt. Und die Frage ist, wie schafft man es in einer Kultur, wo uns einiges, was das nicht angedroht wird, also das ist
ja, das kann jetzt, wenn es also jetzt einfach nur fürs normale Ausleben kompliziert werden oder auch für die Karriere behindern oder nicht karrierefördernd sein. Also wenn man, also nur ein Beispiel, es stimmen einige Sachen nicht zusammen, die man eines gut ausarbeiten sollte. Das kann eben in der Wissenschaftstheorie kann es bezogen auf Methoden sein. In der Medizin kann das sein, wo man manchmal ein bisschen fälschen muss, damit das richtige Ergebnis herauskommt, das man haben möchte, weil man immer passiert ist, etwas Richtiges zu bringen. Und da hatte ich einmal einen Professor, der hat dann die Ziehharmonika geholt und hat gesagt, das macht man so wie beim Tanzabend. Wie beim Tanzabend. Beim Tanzabend geht man von einem Rhythmus in einen anderen über zum Beispiel Dreivierteltakt, in Viervierteltakt oder was anderes. Und dann macht man, damit die Leute nicht über die Füße fallen, macht man eine Zwischenmelodie und dann fällt das niemand auf. Und in der Wissenschaft kann man das, man weiß die Sachen, dass sie falsch sind, also ohne jetzt darauf einzugehen. Und auch die Freiheit und der menschliche Willen ist, da gab es einen Oxford-Philosophen, das war Gilbert Ryle. Der hat gesagt, das ist ja nur der Anspruch der Religion. Die Religion möchte jemand für etwas verantwortlich und schuldig machen. In Wirklichkeit ist es nur Wissen. Also die Menschen handeln nur deshalb nicht adäquat oder nicht gut, darf man nicht sagen, nicht richtig, weil sie das nicht wissen. Aber wie wir wissen, die Menschen wissen, wie man richtig handelt. Und sie machen trotzdem etwas, was ihnen einem anderen schadet. Das heißt, wir haben jetzt hier die Reduktion. Also dieser Bereich ist jetzt in den Naturwissenschaften ausgeklammert und wir sagen jetzt, wir klassifizieren. Also man kann das, wir kommen jetzt hier über die Sprachen, über die Außenwelt, über alle Naturwissenschaften, zu den formalen Disziplinen, über Mathematik, wo man alles gut darstellen kann, bis zur abstrakten Logik, wo man einfach so ein abstraktes Modell hat, wo man nur die einzelnen Ereignisse darstellt, wo man keinen Inhalt mehr hat. Und damit kommen wir auch eben zu diesen Ansätzen, die eben eine sozusagen globale Welt für sich beansprucht, die aber den Einzelnen nicht mehr kennt und das auch vor diesem Hintergrund zu negieren versucht. Also ich gehe jetzt das nicht durch, aber sie sind einfach widersprüchlich. Aber in Wirklichkeit wollen sie gar nicht widersprüchlich sein, sondern sie konsistent sein. Und wenn jetzt die Aufgabe ist, der Philosophie nur zu begründen, warum die widersprüchlich sind und das Modell übernehmen, ohne selber einen Anspruch zu haben, dann verliert sich das natürlich und es gibt dafür eben die ziemlich große Institute auch in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und wenn man das aber aufrechterhält, dann ist das nicht gerade gegenwärtig der Mainstream, das wollte ich sagen. Das ist sehr, sehr komplex. Also ich war da auch in München eingeladen und so weiter. Und es ist ziemlich anstrengend, immer im Widerspruch zu stehen, weil da müsste man immer kritisieren. Das heißt, es ist dann sinnvoll, dass man wirklich sagt, man stellt sich außerhalb und arbeitet es dann selber aus. Denn das interessiert eigentlich niemand, die eben diese Widerspruchstheorie ausarbeiten, wo da die Schwierigkeiten liegen. Weil das sind ja etablierte Professoren sozusagen. Und das kam jetzt als nächstes. Und jetzt komme ich wieder zurück zur ideologischen Wende, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das erste ist, wo in der Welt ist das Ich zu sehen? Und zwar hat es die Leute so, die Wissenschaftler, die moderne Wissenschaft. Und das ist natürlich jetzt eine Blickrichtung, die daneben liegt, wie wir sehen. Also jetzt, Bertrand Russell in England ist eine Ausnahme. Und dann kommt der junge Wittgenstein, der ist ein Schüler von Bertrand Russell. Und der sagt dann, also jetzt komme ich greife jetzt vor, weil der Ludwig Wittgenstein hat es zur gleichen Zeit geschrieben, ungefähr wie Carnap, aber Wittgenstein war da im Montes Cassino im Ersten Weltkrieg eingesetzt, als Soldat. Und da hat er geschrieben, das denkende Subjekt gibt es nicht. Das war ziemlich einflussreich im ganzen 20. Jahrhundert, wo man dann gesagt hat, die Priorität ist die Sprache und nicht das Denken und nicht die Seele. Und dass wir eben das reduzieren auf uns sind, dann macht das ja gar nichts eigentlich, wenn jemand anders ist, sondern wir können das anerkennen. Und wir wissen, wie schwierig das ist, selber für verschiedene Fragestellungen eine Antwort zu finden. Und dann können wir auch dem anderen dazu zugestehen, eine Zeit, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, auch selber herauszufinden, was das Beste ist, in verschiedenen Situationen. Und aber auch sozusagen, was wir
zum Beispiel uns wundern, warum wir etwas gemacht haben, was wir gar nicht machen wollten. Und in diesem Zusammenhang sieht man, dass wir selber uns entwickeln in der eigenen Wahrnehmung und dass wir eigentlich uns nur entwickeln können in der Bezugnahme, auch in der Kommunikation, in der Diskussion. Also wenn ich versuche, den anderen zu verstehen. Und jetzt zeige ich aber, dass hier das Verstehen nicht etwas ist, was wir reduzieren auf sprachliche, auf sprachliche Interaktion, sondern etwas, was sich als eine gute Stimmung ergibt und was zwischen den Zeilen steht und dass sich die meisten guten Sachen gar nicht aussprechen lassen. Und hier habe ich da jetzt, also das kann man jetzt eben eine gemeinsame Entwicklung, wo wir sagen können, dass wir, wenn wir in einer harmonischen Welt leben, dass wir auch selber unser Glück finden können. Aber das heißt aber nicht, dass es keine Anstrengung ist und das heißt auch nicht, dass es nur Spaß ist, sondern das heißt, dass wir uns selber gewahr werden und auch dem anderen als solches wahrnehmen können. Und wenn ich jetzt denke an zum Beispiel an das Gegenmodell, also wenn die Leute lügen, also ich würde sagen, dass so viel, wo Alzheimer und so weiter vorkommt, dass Menschen sich selber nicht nur ihre eigene Selbst, ihres Glücks berauben, sondern irgendwann zum Schluss einfach dieses nicht mehr kompensieren können. Obwohl das nicht die einzige Ursache ist, sondern nur ein Ansatz. Und zum anderen, wenn wir schauen, was ist Kreativität und warum die Menschen versuchen, eine Elite zu machen, was natürlich nicht funktioniert. Sondern wenn wir uns selber ernst nehmen, dann erfahren wir das auch dort, wo wir mit komplexen Inhalten befasst sind, aufgrund der Differenzierung. Das ergibt sich von innen heraus. Das ist dann einfach, es lebt. Das ist dann ein Leben, was von selber herauskommt, was eine genuine Kreativität ist, nicht nur ein Cluster. Und von diesem Zusammenhang komme ich jetzt zum genau, also jetzt komme ich zu dem, was ich da dazu bringen wollte. Warum? Und jetzt? Also wenn wir, unser existenzielles Sein auf. Das heißt, das ist jetzt nicht eine logische Ableitung, sondern wir fühlen uns zum Beispiel verbunden mit etwas, wo wir gelebt haben, die Menschen, die wir kennen. Und jetzt habe ich eben die große Frage, die noch jetzt offen ist für unsere, was das heißt, unsere Würde und Glück. Das heißt, Würde und Glück, dass wir sozusagen auch in einem metaphysischen Rahmen eingebunden sind, den wir gar nicht weiter erklären können. Also nicht weiter erklären, denn wenn wir anfangen, mit zum Beispiel von Gott oder sowas zu sprechen, dann ist das Problem, dass wir das empfinden können. Wenn wir das aber so im Alltag ausdrücken, dann würde das die Würde nicht erklären, sondern das haben wir jetzt ich nehme jetzt bitte die Frage, sondern dass wir dann eigentlich gar nicht anders können. Und gar nicht anders können. Und was jetzt die Wissenschaft mit den Erklärungen betrifft, so sagen wir, also wir sind nicht, wir können nicht sagen, wir können alles erklären, sondern wir sagen, hier sind die Grenzen.
Das sind die Grenzpunkte. Diese darf ich eine Erklärung dessen ein, wo wir zum Beispiel nur also erzählen und messen, also Naturwissenschaft, nicht Naturwissenschaften, sondern wir sagen, also wir haben jetzt gute Gründe, und zwar, wir haben Plausibilitätsgründe, um zu sagen, was plausibel ist. Und da gibt es eine Anekdote von einem, der heißt Tom Berry, der meint, da geht, also dass man das zeigen kann, dass man es nicht eliminieren kann, da geht jemand einkaufen und der kauft Zucker. Und dann wundert, dann denkt er sich, da ist irgendein schlampiger Einkäufer, der verliert immer Zucker aus dem Sack. Und jetzt läuft er herum und er möchte den finden, der den Zucker verliert. Und dann wird die Zuckerspur aber immer dicker. Er geht und geht und die Zuckerspur wird immer dicker, bis er zum Schluss draufkommt. Worauf? Genau. Also das ist jetzt ein Beispiel, dass man zeigt, dass man nicht darauf verzichten kann, nur als ein Beispiel. Und jetzt fasse ich das kurz zusammen. Und zwar das, dass man das finden kann und auch diesen Weg geht, heißt, dass man einen Mut zu sich selber hat. Also es ist kein Glück, ohne einen Mut zu sich selber zu haben, weil man sonst kein eigenes Sein hat. Und wir haben, also das setze ich einfach heraus, wir haben ein Sein. Und wir können dessen auch gewahr werden. Und zu unserem Willen, die wir selbstreflektierend wahrnehmen, insbesondere auch in einem Dialog mit dem anderen, mit einem Du, den wir im Verstehen, mit dem wir schweigend übereinstimmen. Das heißt, wir müssen gar nicht immer reden. Also heutzutage wird es so getan, dass immer geredet werden muss. Und das wird das Zeichen von Intelligenz angenommen. Also wenn jemand schweigt und einen guten Satz sagt, in vielen Stunden, ist das wesentlich mehr, als wenn immer einfach geplappert wird. Und denn die Sprachen, welche wir auch immer sprechen, können immer nur ein Hilfsmittel der Verständigung sein. Das Wesentliche müssen wir daraus erfassen und uns eingestehen, was wir nicht erfassen, sodass wir es offen und sein lassen können. Diese Übereinstimmung gibt Sinn, was sich von uns als genuines Glück erleben lässt. Also wir können ein genuines Glück, also wirkliches Glück erleben, irgendwie Freude. Und wahre Freude und wahres Glück ist eine ernste Sache, die schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Glück setzt demnach den Mut zu uns selbst voraus, so wie wir sind. Und so können wir Sonne sein, auch in den, um in die dunkelsten der Welten zu erhellen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Und es ist schön, dass die Menschen verschieden sind. Und es ist auch schön, und wie schwierig es ist, mal für manche Sachen eine Lösung zu finden, dann kann man das auch beim anderen anerkennen. Wenn man für sich selber das weiß und auch ein bisschen drauf. Dann habe ich ja eine Enkelin, nicht eine Wahlnichte, die hat hier studiert in Wien. Und wir haben irgendwann einen Streit gehabt. Das ist ganz arg gegangen, ich weiß gar nicht warum. Und sie sagt zu mir, du bist ja gar nicht so gut, du tust ja nur so. Und vielleicht wäre ein anderer in meiner Form damals, wäre beleidigt gewesen oder gekränkt. Und ich bin ihr heute noch so unendlich dankbar, für diesen Ausspruch. Denn es ist mir plötzlich zum Bewusstsein gekommen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dass jeder Wahrheit ist, etwas anderes empfindet. Nehmen Sie eine Tasse, wenn ich eine Tasse in der Hand habe. Wo ist der Henkel? Ich habe sie in der rechten Seite. Wo ist der, von welcher Seite aus? Von Ihrer Seite ist es links. Ist der Henkel links? Beide haben recht. Und wenn ich das erkenne, das ist seit damals, das ist jetzt ein paar Jahre her, seit damals, es hat direkt mein ganzes Denken, möchte ich sagen, verändert. Auf einmal ist wie ein Knopf, ist das aufgegangen. Und ja, es gibt keine absolute Wahrheit. Ich muss den anderen annehmen, so wie er ist. Und wie er den Augenblick und die Situation empfindet. Das ist mein Ratschlag für Sie alle. Ja, danke.
und ich merke selber, ich finde alle möglichen Wege. Das Liebste, was ich mache, das sind Gruppen. Ich soll andere Sachen machen manchmal. Das mache ich so schnell es geht, weil etwas gemeinsam zu machen, so etwas Schönes ist. Das macht so viel Freude. Da gibt es keine physikalische Erklärung dafür. Die Leute lieben das. Sie sagen, also ich sage schon die Folgende besser als meine Kinder und ich könnte fast alles. Wenn sie so die Geld falsch entspringen, dann würde ich falsch entspringen. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber auch diese Sehnsucht des Menschen nach Gemeinsamkeit. Ja? Wenn man das im Leben, wenn man sehr aktiv ist im Leben, ist es einem vielleicht manchmal nicht so bewusst. Aber ich merke, so wie Kinder es brauchen, ein Zuhause zu haben, so auch die älteren Menschen, wenn man das irgendwie schafft, auf einer Station mit 4 Bettzimmern, also wo jeder sagt, 4 Bettzimmer, wo leben wir im Mittelalter oder wo sind wir denn, sind wir noch nicht in den 90 angekommen. Ich habe oft mit der Schwester damals gesprochen und gesagt, siehst du, die Leute fühlen sich wohl, weil du diese Atmosphäre aufbaust. Eine Atmosphäre, ich habe sie dabei unterstützt. Das nach 2 Wochen die Eltern sagen, das ist wirklich ein großes Dankeschön. Das war mir klar. Ja. Du klappst. Das ist innere Selbst. Ja, das glaubt man. Ja. Danke, bis ich habe aber noch eine Überraschung. Wir wollen nicht existieren. Ja, ein globales Friedensnetzwerk. Und wenn du das jetzt erlaubst, wir haben eine Möglichkeit, so Botschafter zu ernennen von diesem globalen Friedensnetzwerk. Gute Freundinnen, die in dem, was sie tun, so wie wir das verstehen gelernt haben, das vergrößern, das Gute vermehren, das, was wir euch wertschätzen, auch in die Welt hinaustragen. Und in diesem Sinne würden wir gerne dir so eine Urkunde überreichen, Ambassador for Peace. Das ist und einen Beitrag für dieses Bemühen, für diesen Wert des Menschen, die Würde des Menschen, das Bewusstsein zu schaffen und was mich sehr rührt, auch die Studenten dazu zu erzählen, dass sie bei sich selber, ankommen und nicht fliehen und flüchten. So möchten wir so eine Urkunde überreichen und dich in das globale Friedensnetzwerk aufnehmen. Das war's. Und da möchte ich gerne miteinander. Genau.